1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Das WDR Fernsehen ist heute nicht dabei. Wir haben den Wochenanfang. Das ist der Montag. Und der Montag ist immer eine freie Themennacht. Das heißt also, wenn ihr gerne mit mir quatschen wollt, egal über was, dann meldet euch. Meldet euch unter 0800 220 5050. Oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben. So, der erste Mensch heute Nacht, mit dem ich spreche, ist ein Mann und dieser Mann heißt Oliver und ist 41 Jahre alt. Hallo Oliver. Guten Morgen, Domian. Jo, guten Morgen. Domian, es geht um Folgendes. Ich habe ein Problem mit meiner Schwester, was aber auch meine Mutter mit anbelangt. Und zwar ist Folgendes, meine Schwester hat eine Patientenvollmacht von meiner Mutter bekommen vor über einem Jahr. Meine Mutter hat multiple Funktionsatrophie, nennt sich das, also kurz MSA. Was heißt das? Das heißt, sie verliert sämtliche motorische Fähigkeiten und dazu zählt zum Beispiel auch, dass sie jetzt schon nicht mehr sprechen kann. Ja. Sie kann sich überhaupt nicht mehr bewegen, also sie liegt völlig brach, sag ich mal. Ja. Ist sie im Kopf klar noch? Im Kopf ist sie 100%. Ja. Wie alt ist die? Wie alt ist eure Mutter? 65. Wie? 65. 65 erst. Mhm. Also die ganze Sache hat überhaupt nichts mit Demenz zu tun. Sie ist 100%ig da, sie nimmt auch alles auf und sie ist auch sehr neugierig. Das sieht man auch an ihren Augen halt. Aber sie kann nicht sprechen. Die kann gar nichts mehr sprechen, null. Also sie, bis vor einem halben Jahr konnten wir uns noch über Buchstabentafeln unterhalten oder beziehungsweise konnte sie irgendwelche Buchstaben legen. Ja. Beziehungsweise ich habe auch irgendwie so einen guten Draht zu ihr, so einen Funkkontakt, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, aber ich kann sehr viel hier irgendwie ablesen, aus dem Gesicht, aus der Mimik. Aber das heißt also, es gibt eigentlich keine wirkliche Kommunikationsmöglichkeit mehr? Nein. Und wenn ihr ihr einen Satz vor Augen aufschreibt und den ihr hinhaltet, könnte sie dann irgendwie nicken oder irgendwie sowas? Ja, das brauchen wir noch nicht mal. Wir brauchen noch nicht mal aufzuschreiben. Sie kann ja zuhören. Sie kann zuhören, ja genau. Ja, natürlich. Ja, genau. Sie hört zu und sie kann mit den Augenlidern eben so blinken. Also doppelt schnell blinken heißt ja. Mhm. Wenn die Augen länger geschlossen heißt das nein. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Hat sie Schmerzen? Nee, ja doch, gut. Sie kriegt Morphin, ja. Mhm. Also ein sehr schlimmes Schicksal. Das ist, so schätze ich, die schlimmste Krankheit, die ich momentan überhaupt vorstellen kann. Ja, und es gibt keinerlei Aussicht auf Besserung? Nein. Es kann, wenn, dann nur noch schlimmer werden? Im Moment ist es so, dass es so für mich so aussieht, als wenn sie zu mir liegen gekommen ist, die Krankheit. Also. Aber es kann nicht wieder sich rückläufig werden. Das geht definitiv nicht. Nein, es kann nicht geheilt werden. Mhm. Wie ist das so? Sie kann auch nicht zur Toilette gehen, natürlich nicht. Kann sie sich bemerkbar machen? Nein, das heißt, sie hat Windeln. Ja. Ein Katheter auch? Auch, ja. Mhm, ja. Sie liegt bei euch zu Hause? Nein, eben nicht mehr. Also sie lag bis vor einem halben Jahr, war sie hier noch bei mir in Kassel. Ja. Also noch in ihrer eigenen Wohnung. Und vor einem halben Jahr hat aber meine Schwester veranlasst, dass sie zu sich runter nach Darmstadt genommen wird. Mhm. Zu sich in die Wohnung? Nein, auch in ein Pflegeheim. Also es ging hier absolut nicht mehr. Der Pflegedienst war damit überfordert. Wir waren damit privat überfordert. Verstehe. Und auch das ganze Umfeld, also es ging einfach nicht mehr. Ich meine, ich wünsche jedem Senior halt, dass er auch von seinen Kindern später gepflegt wird, aber es war einfach nicht mehr machbar. So, jetzt hast du gesagt, ich habe Streit mit meiner Schwester wegen einer Patientenverfügung meiner Mutter. Genau. Was genau ist da los? Ja, also eine der Maßnahmen, die in so einem Fall auch ergriffen wird und auch ergriffen wurde bei meiner Mutter, ist halt unter anderem, dass da eine PEG-Sonde gelegt wird. Also kurz PEG nennt sich das. PEG-Sonde heißt, also es ist ein künstlicher Mageneinlass gelegt worden, weil meine Mutter auch nicht mehr schlucken und nicht mehr kauen konnte. Mhm. Vor diesem Eingriff haben wir sie auch definitiv gefragt, ob sie diesen Eingriff wünscht. Mhm. Und das konnten wir aufgrund dessen, was ich dir eben gesagt habe, auch hat sie das auch bejaht. Mhm. Also sie wollte das unbedingt. Weil die Ärzte und die Ärzteschaft sich darüber streiten, ob das nun schon eine lebensverlängernde Maßnahme ist oder eben nicht. Ja, ich weiß. Es war, ja gut, ich habe das da in der Zeit, für mich war das völlig klar, dass die gelegt wird. Ich habe da also sofort ja gesagt, das wird gemacht. Mhm. Weil meine Mutter eben 100%ig da ist und weil sie es auch wollte. Mhm. Also für mich hat sich diese Diskussion auch gar nicht ergeben. Ja, aber es gibt eine Patientenverfügung von deiner Mutter. Ja, es gibt eine Patientenverfügung. Wann ist die verfasst worden? Die ist vor ungefähr anderthalb Jahren verfasst worden. Wie war ihr Zustand damals, als das verfasst wurde?
konnte noch schreiben. Das hat, sie konnte schreiben und sie konnte sich auch noch artikulieren. Das heißt, sie hat es persönlich unterschrieben? Genau. In Anwesenheit eines Notars, eines Rechtsanwaltes? Ja. Genau. Was steht in dieser Verfügung drin? Ja, unter anderem, also, dass meine Mutter nicht mit lebensverlängernden Maßnahmen einverstanden ist und das war es eigentlich schon. Ja. Wo? Und es ist eine Generalvollmacht für alle Finanzen, die da sind. Und, das habe ich nicht verstanden, und eine? Eine komplette Generalvollmacht für alle Finanzen. Generalvollmacht. Ja. So, wo entfacht sich jetzt der Streit zwischen dir und deiner Schwester? Woran? Der Streit ist einfach der, also dass meine Schwester mittlerweile mit der Pflege auch vor Ort in Darmstadt sich überfordert fühlt und dass sie jetzt nun mittlerweile auch aufgrund der vielen hohen Kosten, die das verursacht, das ist ja wahnsinnig viel Geld, was drauf geht, hat sie sich jetzt mal mir gegenüber so geäußert, als würde sie dafür plädieren, die Pecksonde wieder zu entziehen. Also die Magensonde, die künstliche Ernährung gewährleistet. Ja, genau. Mhm. Also die wollte sie rückgängig machen. Ja, obwohl die Mutter da noch zugestimmt hat, dass sie das haben möchte. Ja, das ist ja jetzt ein halbes Jahr her. Sie hat ja auf jeden Fall zugestimmt und sie würde ja auch heute zustimmen, das weiß ich. Mhm. Das heißt also, deine Schwester plädiert dafür, das Ding rauszunehmen. Genau. Dieses würde aber bedeuten, dass eure Mutter stirbt, weil sie schlichtweg verhungert. Genau, verhungert und verdurstet. Mhm. Und aufgrund dessen, dass die Ärzteschaft sich darüber so strittig ist, wäre ihr das tatsächlich möglich, das aufgrund dieser Patientenverfügung zu veranlassen. Weil nicht ganz klar ist, ist diese Magensonde eine lebensverlängernde Maßnahme, ja oder nein? Und man tendiert aber dazu, dass es eine ist. So, ich sag mal 50-50. 50-50. Also so, und der Streit entfacht sich nur einfach das, also ich habe meiner Schwester schon irgendwie angedroht, dafür bringen sie 15 Jahre hinter Gitter, wenn sie das auch nur probieren sollte, auch nur ansatzweise. Mhm. Weil das für mich definitiv also Mord wäre. Warum organisiert ihr es denn dann nicht so, dass sie wirklich in ein gutes Pflegeheim kommt? Sie ist im guten Pflegeheim. Also verstehe ich da nicht. Wieso ist das dann zu viel für deine Schwester? Das weiß ich eben auch nicht. Das habe ich ihr auch gefragt. Ich habe gesagt, wo ist das Problem? So, das habe ich mir gerade wirklich missverstanden. Ich hatte auch am Anfang verstanden, dass sie mittlerweile jetzt in einem Pflegeheim ist. Aber ja, da du sagtest, es ist ihr zu viel, dachte ich, dass ich hätte mich da verhört. Also sie ist in einem Pflegeheim. Und warum ist es ihr dann zu viel? Ja, also sie ist zu viel, nicht ein, zwei Tage mal oder zweimal die Woche vorbeizugehen, weil sie dann jedes Mal auf irgendwelche Missstände stößt. Klar, logisch, man kann sich nicht um jeden Patienten in so einem großen Heim selber, also andauernd kümmern. Ist ja klar, aber sie würde sich dann immer aufregen, ihre ganze familiäre Situation würde darunter leiden, ihre berufliche Situation und. Wie ist denn das rechtlich überhaupt? Könnte sie denn alleine das entscheiden oder muss, wie viele Kinder seid ihr? Wir sind zwei. Ja, müsstet ihr das, wenn dann nicht beide zusammen entscheiden? Nee, eben aufgrund dieser Vollmacht nicht. Ah ja. Mhm. Aber ich muss nochmal fragen, wie ich es verstanden habe, ist die Mutter doch immer noch klaren Geistes. Ja. Das heißt, man könnte sie ja sogar jetzt noch fragen und sie kann durch Augenaufschlag, könnte sie antworten, ob sie es will oder ob sie es nicht will. Das könnte man, ja. Nur ist die Frage, ob man ihr das zumuten kann. Das ist ein sehr richtiger Einwand, das finde ich auch. Und das ist das erste große Problem, was ich damit habe. Und das andere große Problem, wie kriege ich meine Schwester zur Vernunft? Andererseits hat deine Mutter ja gewünscht, dass sie nicht zu lange, in einer vielleicht für sie nicht würdigen Situation vegetieren will. Ne, das hat sie ja verfügt. Ja, aber menschenunwürdig ist diese Situation in jedem Fall. Also ob es nun ein Pflegeheim ist oder was mit Marmorboden ist oder... Es ist aber wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Sie kann sich ja von sich aus jetzt auch gar nicht mehr bemerkbar machen, deine Mutter. Ja. Nehmen wir mal an, sie würde jetzt wirklich das nicht mehr wollen, was sie vor einer gewissen Zeit noch wollte. Mhm. Wie kann sie mit euch kommunizieren, außer dass ihr das vielleicht nochmal fragt? Ja, ist nur durch Fragen möglich. Ja. Es ist wirklich nur durch Fragen möglich und rechtlich gesehen hätte ich nur die Möglichkeit, diese Vollmacht kaputt zu machen. Und das wäre auch nur möglich, wenn meine Mutter die anfechtet. Also beziehungsweise wenn meine Mutter die Vollmacht wieder ruft. Da ich aber nicht beteiligt an einem Rechtsstreit hier wäre, in keinster Weise, weil ich auch nicht belastet bin in irgendeiner Art und Weise, ich kann die auch nicht anfechten, diese Vollmacht. Also anfechten kann man so eine Sache zum Beispiel mit meiner Mutter bei Unterzeichnung nicht klar im Verstandes gewesen wäre oder sowas. Aber das müsste ich ja dann alles rückwirkend beweisen. Und also der Weg rein rechtlich ist super schwierig. Es sei denn, man würde sich wirklich an das Krankenbett meiner Mutter setzen und sagen, so Mutter, hier steht der Notar. Ich lese jetzt meine Vollmacht vor, da werden ich und meine Schwester paritätisch zu gleichen Teilen als Vollmachtnehmer eingeteilt. Bist du damit einverstanden? Ja oder nein? Aber ich weiß nicht, ob das hier einen irren Stress für sie bedeuten würde, weil sie schon
Bei der ersten Vollmacht ein wahnsinniges Problem hat, überhaupt jemanden eine Vollmacht in die Hand zu geben. Auch um Geld geht es da natürlich, um eine Menge Geld eigentlich. Also ich finde jetzt Geschwisterstreit hin und her, juristische Probleme hin und her. In erster Linie geht es darum, wie deine Mutter sich jetzt fühlt. Und ich habe gerade zwar auch im ersten Moment so gesagt, ja, das ist jetzt schlimm für sie, das zu fragen. Aber das finde ich eigentlich nicht. Das ist immer die Frage, wie, in welchem Ton, wie man das macht. Ich finde schon, dass man als Kind die Pflicht hat, auch herauszubekommen, in welchem seelischen Zustand sich die Mutter oder der Vater befindet. Um sich dann ein Urteil zu erlauben, will er noch leben, will sie noch leben oder will sie nicht leben. Das müsste doch nun wirklich möglich sein. Auch vielleicht im Zusammenspiel mit einem Seelsorger aus dem Pflegeheim oder mit anderen Anverwandten oder Menschen, die sehr eng mit ihr vertraut sind. Seelsorger wäre wirklich noch eine Maßnahme. Da hast du eigentlich recht. Ich finde, dass du erstmal du hast jetzt Zorn, höre ich raus, auf deine Schwester, weil die da reinfunken will. Naja, aber massiv, also. Massiv, verstehe ich ja auch. Aber ich finde, das sollte man alles jetzt erstmal zur Seite drücken, sondern um die Mutter zu schützen. In allererster Linie geht es jetzt um das Wohl der Mutter. Und da muss man jetzt mit Samthandschuhen und wirklich so behutsam wie irgend möglich an sie rangehen, um das herauszukriegen, was sie möchte. Das darf natürlich nicht den Beigeschmack haben, hier, uns bist du lästig, am liebsten würden wir dir die Sonne rausnehmen. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Ja, das wäre von meiner Seite sowieso nicht irgendwie der Fall halt. Ne? Nee, habe ich schon verstanden. Also mir geht es ja wirklich darum, meiner Mutter ihr Leben zu schützen. Also, und ich habe ja meiner Schwester auch angeboten, bringen sie zu mir, bringen. Ich habe hier einen super Altersheimplatz klar gemacht, können sie sofort hin halt. Aber es spielt halt auch noch dieser Faktor Finanzen da eine Rolle irgendwie. Ne? Also von meiner Seite auch nicht, aber. Also das heißt, wenn die Mutter stürbe, würde Geld fließen. Auf jeden und Fall. Du unterstellst deiner Schwester, dass sie gerne will, dass die Mutter bald stirbt, um an das Geld zu kommen. Ich will das nicht so sagen. Das traue ich mich auch nicht so zu sagen, aber ich denke mal, ja. Ja, das ist natürlich ganz schlimm, wenn so etwas in der Luft liegt. Ich würde jetzt, ich sag's nochmal, mit aller Behutsamkeit und ziehe vielleicht noch jemand anderen, einen Seelsorger hinzu, der sich mit deiner Mutter oder beschäftige du dich mit deiner Mutter, was sie möchte. Vielleicht will die auch sehr schwere kranke Frau ja doch so noch leben, wie sie jetzt lebt. Ja, und dann muss man ihr das in aller Würde gewährleisten und alles tun, damit sie es gut hat. Aber ja, gut, mit diesem Schritt mit dem Seelsorger hast du mich auf eine gute Idee gebracht. Weil den würde ich gerne mal so als Medium, als Mediator dann mit dazu nehmen. Ja, das finde ich wirklich dann gut. Mach das so, Oliver. Ja. Mach das so. Okay. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Hier ist 1 Live mit Domian, dem Telefontalk hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen. Heute nur im Radio bei uns hier bei 1 Live. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, ruft an. Angerufen hat beispielsweise auch Stefan. Und Stefan ist 21. Hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Jo, Stefan, um was geht's bei dir? Ja, ich habe heute eine ziemlich krasse Nachricht für mich erfahren. Nämlich? Und zwar geht es darum, ich habe einen guten Freund. Ja. In und seit der Kindergartenzeit. Ja. Und ja, der hat mich heute sehr verblüfft mit dem, was er mir erzählt hat. Und zwar hat er mir heute gesagt, dass er schwul ist. Ja, ist er soweit noch nicht so der Hammer? Soweit nicht der Hammer. Für mich aber schon, denn also wir kennen uns ewig. Wir kennen uns, solange ich denken kann, und wir sind die besten Freunde. Und man denkt ja, man kennt so einen Menschen. Ja. Ach so, du würdest auch sagen, dass ihr die besten Freunde seid. Ja, absolut. Da geht, das steht über allem. Naja. Und und da kommen ja noch so ein paar Sachen dazu. Also die Tatsache an sich ist nicht, dass es mich stören würde oder so, um Gottes Willen. Es geht einfach darum, dass ich erstens nichts geahnt habe. Über einen Zeitraum von 15 Jahren Freundschaft und seit wann weiß er das denn für sich? Hat er dir das erzählt? Das kann ich nicht sagen. Ich war auch völlig baff, ich habe da jetzt nicht nachgefragt. Das Problem ist auch, er hat eine Freundin. Und aha, aber immerhin hat es dir gesagt. Hat das dir als Ersten gesagt? Ja. Das ist ja schon eine hohe Auszeichnung eurer Freundschaft. Ja. Das, also wenn auch wenn ich so ein Problem hätte oder so, wäre auch der Erste, zu dem ich kommen würde. Also wir kennen uns ewig, das ist die beste Freundschaft, die es gibt. Und so, jetzt ist aber die erste Frage, die ich jetzt eigentlich dazu habe, ist er in dich verliebt?
Nein. Das nicht? Nein. Ja, das ist doch schon mal alles in Butter. Ja, natürlich. Aber das kann ich schon gut verstehen, dass man als Freund irritiert ist, wenn der beste Freund einem das sagt und man überhaupt nichts davon geahnt hat. Ist überhaupt nicht irgendwie, auch nur ansatzweise irgendwie... Also ich dachte immer, man merkt sowas. Also ich dachte von mir, dass ich sowas... Also nee, merkst du nicht. Nicht nee, merkt man nicht, Stefan. Wirklich. Vom Verhalten nicht und auch nicht insgesamt so. Also ich kenne Leute... Weißt du, ich bin in dem Geschäft ja nun schon sehr lange. Mhm. Selbst mir passiert es immer wieder, dass ich das nicht merke, wenn Typen bisexuell drauf sind oder schwul sind. Mhm. Oder bisexuell sind und so verhalten schwul sind. Mhm. Dass ich mich aus allen Wolken fahre. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nie geglaubt bei dir. Ja, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten soll ihm gegenüber. Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen für die Freundschaft hat. Im Prinzip keine. Nee, finde ich auch. Im Prinzip keine. Du verhältst dich genauso, wie du dich immer verhalten hast. Und wenn er dir mal einen Kuss auf die Wange gibt, aus Freundschaft, ist es auch okay. Musst du gleich nicht in Angst und Panik verfallen. Also ich fühle mich jetzt anders betrachtet von ihm. Ja. Das klingt total komisch. Ja, aber keine Sorge. Wenn er jetzt, also es wäre kompliziert, wenn er jetzt zu dir gesagt hätte, pass mal auf, Stefan, ich bin schwul und eigentlich bist du meine große Liebe. Ich befürchte es. Und er sagt es nicht. Okay, gerade hast du aber ganz entschieden gesagt, nein, als ich gefragt habe, ist er nicht verliebt. Ich hab ihn natürlich als erstes gefragt, weil das ja. Und er hat gesagt, nein, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen. Ich kann's mir weil du so ein toller Typ bist, oder was? Ja, weil wir uns einfach so lange kennen und weil... Ja, aber vielleicht gerade deshalb nicht. Vielleicht gerade deshalb nicht. Du musst nicht denken, dass jeder Schwule, mit dem du befreundet bist, gleich auf dich scharf ist. So einfach ist es auch nicht. Du bist auch nicht auf jede Frau, auch mit der du länger befreundet bekannt bist, gleichzeitig scharf auf die. Mhm. Und das nächste Problem, was ich habe, ist halt seine Freundin betreffend. Er hat eine Freundin. Ja. Also. Hat er das denn so definitiv gesagt, dass er wirklich schwul ist und das... Er ist sich ganz sicher, das habe ich ihm schon angemerkt, nur er hat jetzt das Problem, er weiß nicht, wie er die Situation... angehen soll. Also, ja, da musst du ihm helfen. Dann musst du einfach zur Seite stehen, dass er so schnell wie möglich aus der Beziehung rausgeht. Weil das ist ja Lug und Trug. Und, eben, das habe ich ihm auch gesagt. Aber ich meine, er ist ja schon einen großen Schritt. Hat er schon Erfahrung mit Männern? Weißt du das? Oh, nee, ich glaube nicht. Ich merke schon, ihr habt gar nicht so viel gesprochen. Aus Schock wahrscheinlich. So weit ist er noch nicht gegangen. Er hat das... Ja, aber wenn er nicht mal Erfahrung mit Männern hat, ist das ja schon ein ganz großer Schritt zu sagen, ich bin schwul, obwohl ich noch nie was mit einem Mann gemacht habe. Ich sag dir, das ist schon ein ganz großer Schritt. Ja, die meisten sagen das erst... In Tränen nah, hat man schon gemerkt. Die meisten sagen das erst, wenn sie schon Erfahrungen gemacht haben und so allmählich da hingeführt werden. Nur aus der Theorie heraus zu sagen, ist schon ein Hammer. Ist schon richtig, das hat Gewicht, finde ich. Ja, und also ich finde es gut, dass die Bombe jetzt geplatzt ist, nur es kommt spät und es kommt sehr überraschend. Ja, es kommt nicht. Wie alt ist er? So alt wie du wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ach Gott, ja, ist normal. Normal. Also vom Alter her ist es völlig normal. So, du bist jetzt der gute Freund. Wir gehen erstmal davon aus, dass du nicht seine große Liebe im Moment bist. Da gehen wir mal von aus. Er hat es zu dir gesagt. Okay. So, jetzt bist du bist sein guter Freund, sein bester Freund. Du musst ihm zur Seite stehen. Mhm. Das ist eine harte Zeit für ihn jetzt. Ja. Er hat dir sehr viel Vertrauen gezeigt, dass er es dir als Ersten gesagt hat. Jetzt erweise dich dieses Vertrauens auch würdig und hilf ihm einfach. Und gib ihm den klugen Rat, dass du zum Beispiel so schnell wie möglich aus der Beziehung raus musst. Wär's wohl auch ratsam oder hätte es was, wenn ich mit ihm auch mal so da gibt's ja so Clubs, so wo ausschließlich Schwule hingehen. Ja. Genau. Ja, geh mal mit ob ihm. Ich da vielleicht mal mit ihm hingehe? Ja, wenn du es machen willst, finde ich nett. Ja, warum nicht? Klar, wenn er Schiss hat, allein hinzugehen und noch keine schwulen Freunde hat, geh mit ihm, klar. Ja, ich glaube, er braucht halt einfach jemanden, der da neutral ihm zur Seite steht. Ja, und ich glaube nicht, dass er so in seinem Freundeskreis sonst sowas hat. Habe ich früher auch gemacht. Ich bin auch mit Hetero-Freunden durch schwule Bars gezogen. Ist okay. Das wäre auch ein Anreiz für mich, ihn zu verkuppeln oder so. Das wäre eine neue, spannende Erfahrung. Naja, so weit solltest du noch nicht gehen. Ihn zu ja, der hat erstmal andere Sorgen. Der muss aus der Beziehung raus. Wie lange ist er mit seiner Freundin zusammen? Relativ kurz, einen Monat. Ach, ach ja, dann ist das doch ganz einfach. Da ist die Sache, ja. Also, mein guter Rat an dich, sei so, wie du immer warst, sei sein Freund und steh ihm zur Seite, geh mit ihm in die schwule Szene und gib ihm wirklich den Rat, dass er sich zuerst mal frei macht, dass er aus der Beziehung rausgeht. Und dann werdet ihr schon euren Modus miteinander finden, wie ihr miteinander umgeht. Ja, da ändert sich auf jeden Fall nichts. Ach, es gibt so wahnsinnig gute Freundschaften zwischen Schwulen und Heteromännern, die ein Leben lang halten, also da habe ich gar keine Sorgen. Stefan, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50 50.
Und jetzt sage ich meiner Regie, dass ich die Leitung 4 nicht weggedrückt bekomme. Jetzt müsst ihr irgendwas machen. Aha, weg ist sie. Anja, 34 Jahre alt. Hallo Anja. Ja, hallo. Jo. Ja, ich bin froh, dass ich durchgekommen ja, bin. Ja, freue mich, dass du da bist. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich anfangen soll, weil es alles so kompliziert ist. Überschrift, Hauptüberschrift übers Thema. Ja, ich bin einfach mit einem Iraner zusammen. Ja. Und das seit 4,5 Jahren. Mhm. Wir haben uns hier in Deutschland kennengelernt. Er war hier auf Asyl. Und musste, also es war dann so, dass der Anwalt dann geraten hat, dass er, bevor er abgeschoben wird, lieber freiwillig geht. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Das ist jetzt erst ein paar Monate her. Ach so, er ist jetzt in Persien, im Iran. Richtig, genau. Ja. Und ja, und ich, also seitdem ist natürlich alles noch schwieriger geworden, wie es vorher schon war. Weil du Sehnsucht hast, oder was? Ja, das auch. Und was noch? Aber eben halt auch das große Problem ist einfach für mich immer wieder gewesen, auch die Zeit über, wo er schon noch hier war in Deutschland, dass es immer wieder irgendwie so um Heirat ging, damit er mit mir hier was aufbauen kann. Und ja, und ich weiß eben halt, ich bin da sehr unentschlossen. Also ich habe sehr viel Angst vorm Heiraten und den Folgen. Und, du bist ja nicht sicher, ob er dich vielleicht nur ausnutzen will? Nein, ausnutzen gar nicht mal so, Domian. Es ist einfach so, wie soll ich das erklären? Also man ist ja vielem unterworfen. Die Bekannten alle drumherum reden und es gibt böse Meinungen, es gibt gut gemeinte Meinungen, aber die Bösen überwiegen im Teil halt meistens. Wenn es gerade alles, was aus dem Iran, Irak, alles was in der Ecke kommt, wird im Teil halt viel, hat man viel Angst vor hier. Also du heiratest ihn nicht, weil du Angst hast, dass andere Leute irgendwas Schlechtes sagen? Darum heirate ich ihn nicht, sondern es ist einfach so, ich bin vorbelastet. Ich war schon mal verheiratet, zwar nicht mit einem Ausländer, sondern mit einem Deutschen, aber ich hab Angst einfach wieder zu heiraten. Aber das habe ich also noch nicht verstanden, Anja. Das musst du mir nochmal genau erklären. Du bist 4,5 Jahre mit dem Mann zusammen, was ja schon eine recht lange Zeit ist. Da lernt man ja Menschen kennen. Du liebst diesen Mann? Ja. Du liebst ihn wirklich? Mhm. Mhm. Jetzt ist er aufgrund der Asylgeschichte, musste er zurückgehen nach Iran. Richtig. Ihr seid getrennt, was traurig ist. Wenn ihr geheiratet hättet, hätte er hier bleiben können. Ja, wenn wir das vorher noch geschafft hätten, genau, dann hätte er hier bleiben können. So, jetzt musst du mir das genauer erklären, vor was du Angst hast. Hast du in deiner ersten Ehe schlechte Erfahrungen gemacht? Nein, in der ersten Ehe direkt nicht. Aber ich habe eben halt sehr drunter gelitten. Ich habe sehr lange noch versucht, die Ehe zu halten. Mhm. Und ich, es war wie ein Versagen für mich, als die Ehe dann kaputt gegangen ist. Und danach kam eine Beziehung, die mir wirklich das Genick gebrochen hat. Das war auch ein deutscher Mann, wo ich einfach ganz viele Sachen, die hier zu weit führen würden, jetzt erlebt habe, die mir wehgetan haben. Die mir verdammt wehgetan haben. Und seitdem ist mein Leben total schwierig. Ich habe auch eine Psychotherapie deshalb gemacht. Und du hast Angst, dass du, wenn du dich jetzt bindest durch die Ehe, dass du dann vielleicht, obwohl du diesen Mann liebst und auch schon gut kennst und er dich, ich hoffe, sehr gut behandelt hat bisher. Ja. Hat er das? Ja. Wirklich? Ja. Hast du Angst, dass du in ein Abhängigkeitsverhältnis gerätst und eventuell wieder üble Dinge erlebst? Ja, ich habe Angst, dass ich wieder üble Dinge erlebe und dass ich, die Beziehung bricht. Davor habe ich Angst. Gibt es denn Andeutungen, wo du sagst, da ist mir die Sache doch nicht so ganz geheuer? Geheuer schon. Es ist nur so, ich habe Angst, weil er ist so ein Mensch, weißt du, der mit Problemen nicht so gut zurechtkommt. Also das wird ihm dann irgendwie zu viel und er schließt das so in sich ein und spricht also sehr schwer darüber. Und ich merke das dann aber und dann gibt es meistens Streit. Also so war es bei uns. Und deshalb habe ich Angst, dass das dann auch wieder so kommt und dass deshalb die Beziehung bricht, weil die Probleme liegen ja auf der Hand. Ja, aber abgesehen davon, dass er jetzt nicht hier ist aufgrund der besagten Problematik, ist diese Sorge ja sowohl gegeben, wenn ihr verheiratet seid oder nicht verheiratet seid, das ist ja völlig egal.
Was ist so die Angst vor diesem Formalen? Die Angst vor dem Formalen ist vor allen Dingen, weil ich habe 3 Kinder. Mhm. Die sind aber nicht von ihm. Die sind eben halt aus erster Ehe und aus der Partnerschaft, die ich dir eben auch genannt mhm. habe. Und ich möchte einfach keine Fehler mehr machen. Also meine mhm. Kinder sind nicht bei mir, mhm. musst du vielleicht wissen. Ja. Die leben bei meiner Mutter, sind da auch gut untergebracht und wir haben auch guten Kontakt und ich möchte auch wieder mit den Kindern zusammenziehen, soweit das finanziell irgendwie möglich ist. Und du sagst, du möchtest keine Fehler mehr machen. Was könnte denn vielleicht ein Fehler sein? Ach Gott, was könnte ein Fehler sein? Also dass du beispielsweise zu sehr die Verantwortung wieder aus der Hand gibst oder aus der Hand geben musst, wenn da noch ein Mann ist und der da mit dir reinredet vielleicht und vielleicht auch Macht über deine Kinder bekommt, die du nicht haben möchtest, irgend sowas? Oh Gott, das kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ich habe einfach Angst, ich kann es mir irgendwie nicht so ganz verzeihen, dass das alles so gelaufen ist mit den Kindern wegen einer Beziehung, nämlich mhm. wegen der zweiten, wo die Tochter daraus entstanden ist mhm. und die ich über alles liebe. Also und okay, ich erahne das alles. Aber das sagt mir, dass du hast dich ja immerhin schon 4,5 Jahre auf eine Beziehung eingelassen. Mhm. Aber du hast irgendwie eine diffuse Angst, dass durch eine Ehe irgendetwas passieren könnte, was dir aus den Händen gleitet. Ja, vor allen Dingen auch das Finanzielle. Einfach, ich habe Angst zum Beispiel, mir sagt meine Mutter auch unter anderem, das beeinflusst mich natürlich auch sehr stark, dass sie sagt zum Beispiel, man muss eben halt aufpassen, nicht, dass du hinterher noch für ihn zahlen musst. Also das heißt, so wie hinterher, er hat keine Arbeit mhm. Und dann musst du womöglich noch für ihn immer zahlen und wirst des Lebtags nicht mehr froh, weil du ja für die Kinder auch noch da sein musst. Finde ich natürlich einen richtigen Hinweis. Ja. Allerdings seid ihr ja nun schon 4,5 Jahre zusammen und bist du dir denn doch noch ein bisschen unsicher, ob du diesen Mensch richtig kennengelernt hast bisher? Könnte da doch noch was sein, was dir vielleicht Schwierigkeiten machen könnte in ihm? Ach, wenn das doch nicht alles so kompliziert wäre. Also Schwierigkeiten macht mir einfach der Vertrauensbruch, der nach einem Jahr passiert ist, wo wir erst ein Jahr zusammen waren. Aha, da war was. Ja, da war was. Was war da? Ach, da war, also wir waren ja etwas über ein Jahr zusammen und dann habe ich eben halt durch einen dummen Zufall, eigentlich durch einen Brief erfahren, der hier rumlag bei mir. Also er war ja jeden Tag da und er hat seine Familie, hat hierher geschrieben und ich habe dann eben gefragt, wer das ist, weil ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund gefiel mir der Brief nicht und ich habe ihn dann eben halt auch gefragt und er hat mir dann gesagt, dass das, nach langem Zögern hat er mir gesagt, das wäre von seinen Schwestern ein Brief. Bis dato hatte ich aber gar nicht gewusst, dass er überhaupt Geschwister hat. Also er hat mir eine ganz andere. Und waren es wirklich Schwestern oder war das eine heimliche Beziehung? Nein, es waren die Schwestern. Das hat okay, ja, dann ist es ja nichts Schlimmes. Nein. Das Problem war nur, er hat alles anders erzählt. Also ich habe einen Mann ein Jahr lang gekannt, der anders hieß, der anders geboren wurde, der andere Eltern hatte. Okay, dann verstehe ich, dass du da ein bisschen gebranntes Kind bist. Ja. Nach dem Motto, vielleicht weiß ich auch nach 4,5 Jahren gar nicht alles. Richtig. Und die Karten werden erst aufgedeckt, wenn wir verheiratet sind. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm. Ist er denn nicht wiederum sauer auf dich, dass du hättest ihn ja quasi retten, in Anführungszeichen, können, wenn ihr geheiratet hättet? Schön, dass du das sagst, weil also deswegen gab es immer viel unterschwelligen Streit, sage ich jetzt mal, weil er hat es halt oft nicht verstanden, warum ich ihn nicht heiraten kann. Und dann irgendwann habe ich deswegen gestritten, weil ich selber unter Druck geriet, weil ich wollte ihm das irgendwie erklären, aber konnte es eigentlich gar nicht richtig. Also da lag schon Streit und Spannung in der Luft wegen dieses Themas. Jetzt ist er im Iran. Ja. Das heißt, er muss auch da bleiben. Oder wie geht's jetzt weiter? Ich weiß selber nicht, wie es weitergeht, Domian. Kannst du ihn besuchen dort? Ja, ne? Ich könnte schon, wenn ich das Geld hätte, ja. Und seine Familie hat auch schon gesagt, ob ich nicht rüberkommen möchte. Für immer, oder was? Nein. Nee, zum Besuch. Ja. Willst du das? Ich würde es schon gerne machen, aber ich kann einfach nicht vom Geld her. Mhm. Und wenn die dich einladen würden? Und wenn die dich einladen würden? Die würden mich schon einladen, nur die haben nicht so viel Geld, um mir jetzt den Flug auch noch hinzubezahlen. Ne? Weißt du, was ich so irgendwie glaube, Anja, dass das Misstrauen vielleicht so groß ist in dir,
und entsprechend die Liebe nicht so stark, dass das jetzt alles so gekommen ist. Also es gibt zwei Thesen. Entweder hast du zu viel Misstrauen in dir und die Sache ist dir jetzt wirklich aus der Hand gegangen und dein Mann ist weg. Oder da ist nicht genug Liebe da, um gegen das Misstrauen anzugehen. Und jetzt läufst du ja Gefahr, dass die ganze Beziehung kaputt geht, aufgrund der räumlichen Entfernung. Ja, das läuft schon so gefahren. Und nun, ich mach's mir aber wirklich nicht einfach, Domian. Es ist nicht so, ich glaube nicht, dass ich zu wenig Liebe habe. Ich zweifle zwar oft an mir selbst, aber... Ja, aber da ist viel Misstrauen. Da ist sehr viel Misstrauen. Und entweder ist das begründet oder ist es nicht begründet. Entweder ist es begründet in deinen schlechten Erfahrungen oder ist es begründet, dass es eben doch nicht so ganz stimmt zwischen euch beiden. Das ist sehr schwer, das kann ich nicht beurteilen. Die Frage ist ja auch jetzt, was wird jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Richtig, und ich weiß überhaupt gar nicht, wie es weitergeht. Ich hatte heute mit ihm gesprochen, ganz lange. Also es war das erste lange Gespräch, was wir seit Monaten geführt haben. Mhm. Weil du musst wissen, die Gespräche sind wahnsinnig teuer, von ihm aus nach hier, von mir auch. Ich habe auch nicht so viel Geld. Und aber im Klartext heißt das doch, dass es jetzt erstmal gelaufen ist. Du sagst, du hast kein Geld, da runterzufahren. Ihr könnt nicht großartig telefonieren, weil das ja teuer ist. Ja, was bleibt denn da noch? Ja, die Telefongespräche. Also wir versuchen, es war, heute kann ich dir nur sagen, war es einfach so, wir haben versucht miteinander zu sprechen. Es ist auch für mich viel dabei rausgekommen, also so, dass ich ein gutes Gefühl wieder hatte. Mhm. Seit langem ein richtig gutes Gefühl. Und Anja, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du, ich weiß nicht, wie du das anstellen willst, darauf sparen musst, dahin zu fliegen. Ja. Und es vor Ort dann nochmal für dich zu sehen, wie du es entscheidest. Wie werden überhaupt die rechtliche Lage? Könnte er jetzt nochmal zurückkommen und ihr dann heiraten? Oder wie ging das? Ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Anwalt da gesagt hat, vor ein paar Monaten, wo er eben halt dann gesagt hat, er sollte lieber freiwillig gehen. Da hat der Anwalt uns eben halt gesagt, es wäre nicht das größte Problem, dass er wieder reinkommt, wenn er nicht abgeschoben wird. Weil wenn er abgeschoben wird, dann ist vorbei. So hat er sich ausgedrückt. Ganz wichtig ist, aber das Allerwichtigste ist, dass du dir über deine Gefühle im Klaren sein musst. Ne? Das ist das A und O. Du musst für dich entscheiden, was du willst. Und bisher ist mir so, habe ich den Eindruck, dass du das noch nicht richtig entschieden hast. Wahrscheinlich auch aufgrund der vielen komplizierten Dinge, die da in deiner Vergangenheit passiert sind. Mhm. Deswegen möchte ich jetzt mal noch ein Angebot machen, dass du da uns so ein bisschen jetzt hier während der Sendung die Zeit auch wegrennt, mit meiner Psychologin noch ausführlicher über diese Unsicherheit und dieses Misstrauen redest, woher das kommt. Ja, das wäre ganz schön. Prima, Anja, dann machen wir es so, du legst auf, meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Ja, ist okay. Alles Gute. Ja, Domian. Danke. Tschüss. Ne? Tschüss. So, ihr Lieben, wer ist jetzt hier? Jetzt hier ist Ingrid. Ingrid ist 54. Hallo. Ja, hallo. Hier ist Ingrid. Ja, hallo Ingrid. Ich wollte mich melden zu dem Thema am Freitag, Kälteallergie. Ja. Und zwar, weil ich selber betroffen bin. Sag bloß. Also wir hatten am Freitag, sage ich den Menschen, die das nicht mitbekommen haben, eine Anruferin, die, hatte ich vorhin noch gehört, die eine Kälteallergie hat. Das heißt, wenn sie in mit Kälte in Berührung kommt, bekam sie Pusteln, Hautausschläge, Juckreiz und so etwas. Ja. Ne, grob mal zusammengefasst. Du hast es auch. Ich habe es auch. Nicht ganz in der Ausprägung. Bei mir haut der Kreislauf ab. Ja, wann, wie ist es? Wie kalt muss es sein? Das muss gar nicht so kalt sein, wie ich auch schon deinen Mitarbeitern gesagt habe. Es reicht, wenn ich im Sommer bei 30 Grad einen Windzug in den Nacken kriege. Ach, das dann ist ja... Dann fange ich schon an zu frieren und merke, wie mir der Kreislauf wegläuft. So, wie ist es, wenn du im Winter bei minus 10 Grad einen Windstoß ins Gesicht kriegst? Dann habe ich manchmal Schwierigkeiten mit der Atmung, aber im Winter bin ich auf die Kälte gefasst. Das heißt, ich kleide mich von vornherein entsprechend warm und ziehe mir dann auch einen Schal um den Mund, sodass mir da nichts passieren kann. Also so diese Hautreaktion hast du nicht wie die Anruferin? Nein, die habe ich nicht. Es schlägt dir immer auf den Kreislauf? Ja. Wie lange hast du schon? Auch schon etliche Jahre. Ich kann gar nicht sagen, wann das angefangen ist. Mich hat irgendwann mal meine behandelnde Ärztin darauf angesprochen. Und hat das dann so diagnostiziert auch? Hat gemeint, also das müsste das sein. Das heißt, du musst höllisch aufpassen, immer vor leichten Temperaturabweichungen.
Ja. Oder dass du keinen Zug bekommst oder sowas. Richtig, vor plötzlichen Temperaturabweichungen. Also ich kann beispielsweise mit Sicherheit nicht mit dem offenen Fenster schlafen. Und du könntest auch nicht im Cabrio fahren? Weiß ich nicht. Wenn ich entsprechend angezogen bin, ginge das schon. Ja, vielleicht mit Gesichtsmaske oder sowas, ne? Das ist im Gesicht weniger. Ach so. Ja, wo bei ist es? Bei mir ist der hauptempfindliche Punkt ist der Nacken. Mhm. Dass es von daher geht. Mhm. Und deswegen habe ich auch angefangen, Hüte zu tragen. Aber das schon seit mehr als 10 Jahren. Aber der Hut schützt den Nacken doch nicht. Nee, da hat mir die Ärztin geraten, da sollte ich also einen Schal tragen, auch im Sommer. Und wenn es nur ein Seidenschal ist, den ich mir einfach um den Hals rumlege, dass der Wind nicht direkt drauf kommt. Und was hat der Hut? Warum Hüte? Weil der Kopf ja die größte Stelle ist des Körpers, der immer unbedeckt bleibt. Ach so. Mhm. Und da kann der Körper am ehesten auskühlen. Ja, das stimmt. Und ich bin genauso anfällig bei direkter Sonneneinstrahlung beim Überhitzen des Kopfes. Mhm. Wie macht sich diese Kreislaufgeschichte dann bemerkbar? Ist es dann Übelkeit oder bist du schwach oder Herzklopfen? Ja, auch. Also ich fühle mich dann schwach, ich werde nervös und ich fange an zu zittern und ich bin sowieso in Kreislaufschwächen schon seit 40 Jahren. Ja. Und ich kenne das, diese Aura, bevor man in Ohnmacht fällt. Mhm. Aber du fällst hoffentlich dann nicht in Ohnmacht. Nee, ich falle nicht mehr in Ohnmacht. Aber so kurz davor immer. Ja, wenn ich rechtzeitig merke, was eigentlich im Gange ist, ja. Mhm. Dann also, kann ich mich... Dieses ist auch ein so wie du es gerade beschrieben hast, ein Teilsymptom von Kälteallergie, ja. Hat deine Ärztin gesagt. Was kann man dagegen tun, außer vorbeugen? Sie hat mir damals ein Medikament verordnet. Ja. Und zwar nennt sich das Kaustikum. Aha. Ist ein homöopathisches Medikament und die Potenz, die passende, die muss der Arzt einem nennen. Normal wäre D30, ja. Aber ich kriege beispielsweise D20. Hilft es denn? Ja. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich falle nicht mehr so schlagartig da aus der Rolle. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass man also mit Gewürzen sich da selber auch helfen kann, da den inneren Motor quasi anschmeißen kann. Mit Gewürzen? Was für eine Art von Gewürzen? Na, was schon? Pfeffer, Chili, frischer Ingwer. Und das hilft so dagegen? So etwas. Ja. Aha. Ja, das warnt gut durch. Das führt sogar zum Schwitzen im Zweifelsfall. Ja, ja. Und dann habe ich noch eins gefunden. Ich habe ja eine Chinesin, die einen Teegarten hat. Ja. Und da gibt es einen Yogi-Tee. Ja. Der besteht nur aus Gewürzen. Diese Chinesen sind eh ganz toll drauf mit ihren Tees. Wenn man da an den richtigen Arzt oder Apotheker stößt, der sich da auskennt und die richtige Mischung einem zurechtlegt, das ist Wahnsinn. Da stecken 2000, 3000 Jahre Wissen drin. Und ich glaube, das kann sehr, sehr gut helfen, sowas. Ja, meine Ärztin, die hat mich in Richtung chinesischer Medizin behandelt, aber leider Gottes ist die gute Frau in Rente gegangen. Ah ja, dann muss sie dir... Und jetzt habe ich Schwierigkeiten, da einen Arzt zu finden, mit dem ich genauso zurechtkomme. Das ist natürlich immer schwierig, wenn der vertraute Arzt weg ist, das stimmt. Das ist richtig. So, jetzt haben wir aber gehört, dass das nicht nur, dass das wohl offensichtlich mehrere Menschen betrifft und dass es aber schon Mittel und Wege gibt, dagegen etwas zu unternehmen. Ja. Das ist doch schon mal ganz schön. Dann danke ich dir herzlich für den Anruf, Ingrid. Gern geschehen. Wünsche dir, dass du einen guten chinesischen Mediziner findest. Es gibt jemanden, der hier chinesische Medizin praktiziert. Ich habe es leider noch nicht geschafft, einen Termin zu kriegen. Na, ich wünsche dir viel Glück dabei. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Roland, 38 Jahre. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Roland. Mein Problem ist, dass meine Frau ein Alkoholproblem hat und ich jedenfalls nicht damit umzugehen habe. Was heißt ein Alkoholproblem? Wie viel trinkt sie? Das ist immer unterschiedlich. Eigentlich hat sich das eine Zeit lang gebessert, dass sie also gar nicht mehr getrunken hat, weil sie hat früher sehr, sehr viel getrunken und dadurch auch unsere Ehe zu Bruch gegangen ist, dass ich ausgezogen bin. Wie lange seid ihr verheiratet? Etwas über drei Jahre. Und wir sind seit 7 Jahren zusammen. Ja. Und die Ehe ist schon zu Bruch gegangen, diese 3 Jahre. Da ist schon was. Also wir haben uns nicht scheiden lassen, sondern ich bin ausgezogen. Für wie lange? Nicht eigentlich so lange, erstmal so 3 Monate. Ja. Mhm. Und ich habe in den 3 Monaten habe ich sie, weil sie hat so auch teilweise meine Wäsche gemacht und andere Sachen noch und ich bin dann, habe auch noch einen Schlüssel von der Wohnung gehabt. Und habe sie dann durch Zufall irgendwann mal zu Hause gefunden, nachdem sie Tabletten genommen hat. Mhm. Mhm.
und habe sie dann ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Da wurde ja der Magen ausgepumpt und sie hat als Auflage bekommen, weil das eben halt ein Suizidversuch war, dass sie sich in Behandlung gibt. Mhm. Das war auf jeden Fall die Auflage. Hat sie auch getan, hat auch, sie hat auch eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt. Mhm. Und daher eben halt, dass sie überhaupt keinen Alkohol mehr trinken durfte. Das hat sie auch ein gutes halbes Jahr volles Rohr durchgezogen. Ja. Nur sie hat als Ersatz dann eben halt alkoholfreies Bier getrunken. So, weil sie hat den Geschmack eigentlich gut gefunden von dem Bier und hat dann eben halt das alkoholfreie getrunken. Mhm. Und sie ist jetzt im Sommer, ist sie in Urlaub gefahren. Alleine? Ja, mit ihrem Sohn und ihren Eltern. Das nicht, es ist nicht dein Sohn? Das ist nicht mein Sohn, das ist aus erster Ehe. Ja, und dann? Seitdem ist sie wieder völlig rückfällig geworden. Das heißt, im Urlaub hat sie angefangen zu trinken. Wie viel trinkt sie denn aktuell im Moment? Ich sag mal so jeden Abend, ich vermute, weil sie macht es auch teilweise heimlich, ich sag mal so abends so 2 bis 3 Flaschen und am Wochenende... Bier? Ja, Bier, nur Bier. Also harte Sachen trinkt sie überhaupt nicht. Und am Wochenende wird es dann teilweise so viel, dass es eben halt ausartet, also ganz extrem. Was heißt das? Ja, dass sie völlig breit ist. Mhm. Wohnst du denn jetzt wieder bei ihr? Ja, ich bin auch wieder zurückgegangen. Ja. Aber das ging damals, weil sie eben halt den Suizidversuch gemacht hatte? Nicht nur deswegen, weil sie mir hoch und heilig versprochen hat, dass sie sich helfen lässt und dass sie auch diese Besuche bei dieser Therapeutin gemacht hat. Mhm. Also, das heißt im Klartext, dass sie eigentlich jeden Abend breit ist und am Wochenende vor allen Dingen ganz heftig. Ja gut, ich sag mal, nach 3 Flaschen Bier ist man nicht direkt breit. Nicht unbedingt, ja. Aber das Problem ist eben halt, dass ich nur nachts arbeite und teilweise telefonieren wir und ich merke das sofort an ihrer Stimme, wenn sie was getrunken hat. Dann kann ich natürlich nicht genau sagen, wie viel sie jetzt getrunken hat, aber eben halt... Vielleicht sind es auch mehr als 3 Flaschen. Das kann natürlich gut möglich sein. Am Wochenende, kannst du da so eine Zahl nennen, wie viel sie da am Abend trinkt? Puh. 6, 7 so in einem Dreh. Ja. Sieht sie sich selbst denn als Alkoholikerin? Als Alkoholikerin sieht sie sich absolut nicht. Ah, ja. Dass sie ein Problem hat, ja. Mhm. Aber helfen lassen will sie sich auch nicht. Ja. Schlimme Situation. Schlimme Situation. Man kann alte Weisheit. Man kann einen Alkoholiker nicht dazu zwingen, sich als Alkoholiker selbst zu verstehen. Das muss der selbst sehen. Das muss er selbst. Das ist schon richtig. Ja. Nur das Problem, was jetzt ist, jetzt gerade jetzt dieses Wochenende war wieder so extrem, dass ich momentan wieder auf den Standpunkt stehe, zu gehen, weil ich einfach mit der Situation nicht zurechtkomme. Hast du ihr das denn nochmal so klar angedroht? Ich gehe, wenn du nicht etwas unternimmst? Das war heute Abend ganz extrem, habe ich ihr das klipp und klar gesagt. Und wie hat sie darauf reagiert? Dann müsste ich gehen. Oh, dann musst du gehen. Ja. Dann scheint sie aber nicht so interessiert an dir zu sein, oder? Habe ich ihr auch gesagt. Und daraufhin sie? Dass ich der letzte Mensch bin, der ihr helfen könnte. Ach, dann doch. Mhm. Aber wie sollst du ihr denn helfen? Nein, sie meint das so, dass ich ihr mal nicht helfen könnte. Ach so, meint sie das? Ach so, ja. Ach so, ich dachte, ich hab's verstanden. Nee. Ja, und daraufhin habe ich ihr gesagt, dass ich ihr auch nicht helfen kann, wenn sie sich erstmal nicht helfen lässt und ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen kann. Aber wenn sie so redet, Roland, dann ist ja eigentlich irgendwie die Luft völlig raus. Das heißt, sie ist auch gar nicht interessiert daran, dass du da weiter bei ihr bist. Liebt sie dich denn noch überhaupt? Ich sag mal ja. Ja, du sagst mal ja. Aber wenn sie dir solche Antworten gibt... Ja, das ist meistens immer so, wie auch heute Abend, dass sie was getrunken hat. Ja, und sie macht es aus dem Affekt heraus. Vielleicht solltest du mit ihr darüber sprechen, wenn sie nichts getrunken hat, wenn sie nüchtern ist. Dass du ihr das nochmal klar machst, dass dir... Liebst du diese Frau denn noch? Ich liebe sie mehr als mein Leben. So, dass du ihr klar machst, dass sie eigentlich... Wahrscheinlich wäre für sie das Allerbeste, dass sie, wenn sie in eine Klinik ginge für ein paar Monate... Ich kann das nicht von der Ferne sagen, aber in der Regel ist das immer der beste Weg. Ja, das ist schon richtig. Und wir können dich ja gleich gerne noch ein bisschen beraten, was es da so für Möglichkeiten gibt, dass du ihr das zumindest vorschlägst. Und dass du ja, das ist das Problem. Erstmal schon alleine mit dem Jungen ist das Problem, da ich ja nachts arbeiten gehe. Mhm.
und dann eigentlich keiner da wäre für den Jungen. Wie alt ist der Junge? 9. Mhm. Gut, aber da wird es Mittel und Wege geben, das zu organisieren. Das, da ist, wäre sie nicht die Einzige, die ein Kind hat und in eine Klinik muss. Ja, ja gut, aber dafür muss sie dann aber auch erstmal den Willen haben, dass Das muss sie, ja. Aber vielleicht kannst du sie ja wirklich überzeugen, dass du sagst, dass es für euch machst, für eure Liebe. Dass sie es für ihr Kind vor allen Dingen macht. Ja. Was ist sie für ein Vorbild für, was ist das für ein Bild für dieses Kind, wenn die Mutter besoffen in der Ecke liegt am Wochenende? Ja, ja gut, in der Ecke liegen ist sie nicht. Ja, ist doch egal, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ja, ja. Aber irgendwann liegt sie in der Ecke, wenn sie so weitermacht. Das ist richtig. Ja? Ich meine, das ist doch eigentlich das schlagendste Argument schlechthin, dass sie das für das Kind, für sich, für euch machen sollte. Und du kannst ihr sagen, dass du alles Mögliche unternimmst, sie dabei zu unterstützen, aber sie muss es auch machen. Und wenn sie es nicht macht, dann musst du halt erstmal gehen. Damit sie auch wirklich kapiert, wie ernsthaft du es meinst und wie ernst es ist. Deswegen bin ich aber am letzten Mal gegangen. Ja, weil ich dachte, vielleicht willst du dann wach. Ja, eigentlich finde ich das auch die richtige Entscheidung, wenn man alles ausprobiert hat. Irgendwann kann man nicht mehr. Irgendwann kann man einfach nicht mehr. Dann muss man gehen. Aber du wirst gleich mit meiner Psychologin noch sprechen, bitte ich dich, dass sie dir noch ein paar Informationen gibt, was am besten für deine Partnerin wäre. Aber sie muss es selbst kapieren. Sie muss es selbst kapieren. Wie viele Jahre geht das denn hier schon so mit dem Alkohol? Ja, also so lange wie ich sie kenne, ich weiß nicht, wie extrem das in der ganzen Zeit immer gewesen ist, weil ich ja, wie gesagt, nachts immer arbeiten bin. Mhm. Aber in der Beziehung oder die Ehe, die sie vorher hatte, da ging es auch schon so. Das habe ich von ihrem Ex-Mann erfahren. Mhm. Also über 7 Jahre, 8 Jahre. Ja, gut, sie hat auch sehr, sehr viel Probleme und sehr, sehr viel in ihrem Leben schon durchgemacht. Mhm. Durch vorherige Beziehungen und. Dass sie also mit Leuten zusammen war, die Drogen genommen haben, die auch Alkoholiker waren und solche Sachen alles. Und dass sie auch mit ihr, also sie ist körperlich krank, sie ist auch schon im Frühruhestand durch ihre Krankheit. Mhm. Und das belastet natürlich auch, das verstehe ich auch. Sicher, aber dadurch wird sie wird ja noch kranker durch den Alkohol. Ja, nur das muss sie ja selber wissen. Man muss sie ja selber erstmal kapieren. Ist mir völlig klar, dass diese Logik suchtkranken Menschen nicht eingänglich ist. Ja, und sie sagt ja noch nicht mal von sich selber, dass sie, gut, dass sie ein Problem hat, okay, aber sie wird niemals von sich sagen, dass sie alkoholkrank ist. Mhm. Da wird sie niemals zugeben, niemals. Mhm. Ja. Wie gesagt, das muss sie irgendwann selbst kapieren. Mehr als wirklich raten und auch letztendlich sie vor auch ein zu einer Konsequenz zwingen, kannst du nicht. Also Konsequenz zwingen in dem Sinn, dass du sagst, ich gehe. Aber wenn ich bleibe und ich werde dir helfen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, aber du musst etwas tun. Ja, sie meint dann immer, wenn ich diese äußere, dass ich ihr drohe. Tja, ja, das ist in gewisser Weise auch eine Drohung, ja, natürlich. Ja, und das lässt auf gar keinen Fall zu, dass ich ja, da muss man irgendwann wirklich gehen. So schlimm das ist. Aber jetzt versorgen wir dich erstmal mit ein paar Adressen, Roland, wegen entsprechenden Kliniken. Meine Psychologin ruft dich an. Wie lange kann das ungefähr dauern? Also in den nächsten, ich weiß nicht, ob sie gerade frei ist, in den nächsten Minuten. Alles klar. Okay? Ich bedanke mich. Alles Gute, Roland. Tschüss. Tschüss. Ein junger Mann mit einem schönen Namen. Adrian. Hallo Adrian. Ja, hallo. 22. Oh, das ist aber eine schlechte Leitung. 22 bist du? Ja, genau. Ja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin seit 1,5 Jahren schwul oder weiß, dass ich seit 1,5 Jahren schwul bin. Mhm. Und ich hatte auch schon mehrere Beziehungen gehabt, aber ich habe Angst vor Sex, also permanente Angst. Und dadurch ging mir schon 3 Beziehungen im Bruch. Also du hast innerhalb dieser 1,5 Jahre schon 3 Beziehungen gehabt? Genau. Aber Mini-Beziehungen dann, ein paar Wochen oder was? Ja, ein paar Wochen. Also und da ist, war 12 Wochen. Ja, und da ist sexmäßig gar nichts gelaufen? Nee, nur Oralsex und so. Naja gut, das ist ja schon mal was. Ja gut, aber wenn es dann zum anderen Sex gehen sollte, dann habe ich gekniffen. Was meinst du mit anderem Sex? Mit Analsex und so. Ja. Und ja, dann ist die Beziehung natürlich immer im Bruch gegangen. Ja. Und ich war wirklich, also ich bin so ein Typ, der sich immer sehr schnell verliebt. Mhm. Und ja, aber die wollten nicht mehr, weil dann halt der Sex nicht lief. Ja. Also, das müssen wir mal festhalten. Du sitzt ja nicht ganz brav als Mauerblümchen neben den Jungs, sondern da läuft sexmäßig schon eine ganze Menge. Ja, aber es ist eben noch zu keinem Analsex gekommen. Genau. So. Ja, also Mensch, 1,5 Jahre,
bist du in dem Geschäft, ne? Sagst du? Finde ich erstmal jetzt noch nicht so ganz dramatisch. Was klackert da so? Ja, ich habe gerade mein Handy lauter gestellt. Ja, mach mal. Dass das noch nicht so passiert ist. Ich finde auch, dass du da an ziemlich komische Typen gestoßen bist, die deshalb dann auch gleich Schluss machen. Da kann man sich ja auch ein bisschen Zeit verlassen. Außerdem sollte man das auch mit jemandem machen, dem man vertraut, dem man lieb hat, zumindest am Anfang, wo man sich halt auch fallen lassen kann. Manch einer kann es auch anders sicherlich, aber wenn du halt da ein bisschen vorsichtiger und ängstlicher gestrickt bist, finde ich das völlig normal. Da bist du einfach an blöde Typen gestoßen, finde ich. Ich würde mir an deiner Stelle auch erstmal jetzt gar keinen großen Kopf machen, dass das jetzt unbedingt bald passieren muss. Das muss dann passieren, wenn du den richtigen Partner hast, der nett ist, dem du vertraust. Ja gut, aber ich hatte ja wirklich einen, den ich vertraut habe und so. Und der hat alles für mich gemacht, ich habe alles für ihn gemacht. Und ja, der hat es dann 3 Monate ausgehalten. Ich habe immer gesagt, nee, jetzt bin ich noch nicht so weit. Und dann hatten wir mal was getrunken auf einer Feier und dann sind wir nach Hause, dann sollte es halt so sein. Und dann hatte ich solche permanente Angst, da bin ich aus dem Raum gelaufen. Mhm. Na, also ich weiß nicht, was das ist. Ich habe solche Angst davor. Ja, das wollte ich jetzt fragen. Vor was, versuchst du mir mal ein bisschen konkret zu sagen, vor was hast du Angst? Vor Schmerzen? Ja, vor Schmerzen oder dass ich was nicht richtig mache oder keine Ahnung. Mhm. Er wusste, dass du das noch nicht gemacht hast. Ja, er wusste das. Mhm. Alle drei wussten das. Mhm. Das ist ja schon mal ein ganz guter Punkt, wo man sich selbst ein bisschen entspannen kann, indem man dem anderen sagt, pass mal auf, ich bin da unerfahren, führe mich da mal ein bisschen ein, wenn du schon Erfahrungen hast. Mhm. Ne? Leite mich da mal ein bisschen. So. Und umgekehrt ist es ganz genauso, dass der andere dann auch vorsichtiger mit dir ist, wenn du noch keine Erfahrungen hast. Mhm. Wenn du jetzt mit irgendjemandem da dich drauf einlassen würdest, dann kann ich das gut verstehen, dass das völlig ätzend ist, die Vorstellung. Nee, ich gehe immer erst Beziehungen ein. So, aber wenn du da schon jemanden hast und die wissen Bescheid, dann fehlt es eigentlich nur ein bisschen, dass du dir wirklich einen kleinen Ruck gibst und sagst, komm, was kann mir denn passieren? Was kann mir passieren? Ich kann es immer noch abbrechen, wenn es mir nicht gefällt. Ja gut, aber ich sag mal, dann sind die Leute auch wieder weg, ne? Ich habe jetzt einen kennengelernt, also ich bin jetzt seit einer Woche wieder in einer Beziehung drin. Mhm. Und meine Angst ist jetzt schon, also wirklich, ich kann da nachts kaum schlafen, meine Angst ist jetzt schon, ich weiß, es muss bald wieder so sein, ich muss bald wieder Sex mit dir machen. Und dann habe ich wieder solche Angst, da möchte ich jetzt am liebsten sagen, ich mach Schluss, ich möchte keine Beziehung mehr. Du hast dich dabei jetzt auch heftig reingesteigert. Ja. Aber hallo, als würdest du, wer weiß, was da machen müssen und sollen. Ja. Was wäre dir denn am wenigsten, wovor hättest du denn am wenigsten Angst? Vor der aktiven Rolle oder vor der passiven Rolle? Vor beides. Versuch mal zu unterscheiden. Was? Ja, schlimmer am ist. Am meisten Angst hätte ich vor dem passiven. Okay. Okay. Dann geh doch den Weg, dass du erstmal in die aktive Rolle gehst. Hm. Was kann denn da Großartiges passieren? Na gut, da kann mir gar nichts passieren. Gar nichts. So. Und wenn du da auch von Anfang an sagst, pass mal auf, ich habe da noch keine Erfahrung mit, auch da kannst du mir mal ein bisschen helfen, ist die Sache dann irgendwann passiert. Trinkt euch ein Gläschen Sekt, dann bist du ein bisschen lockerer oder weiß ich was, wie du lockerer wirst und dann ist es geschehen. Hm. So, und wenn das erste Eis erstmal gebrochen ist, ist das in der anderen Sache, in der umgekehrten Richtung genauso. Ja gut, aber ich habe mich jetzt auch schon ein paar Mal erkundigt und also viele sagen, das tut so weh beim ersten Mal und. Und das ist, und ich steigere mich immer mehr rein. Ja, aber Moment, da kannst du dich natürlich so endlos reinsteigern. Irgendwann musst du aber sagen, okay, komm, ich mache es jetzt mal einfach. Und wenn du, deswegen habe ich dir ja gesagt, geh erstmal den aktiven Weg. Mhm. Das tut dir nicht weh. Das tut dir nur gut. Ja, klar. Das ist nur schön für dich. Ja, ja, wenn ich das mal probiere. Ja, und vor allen Dingen, sag deine Ängste immer deinen Partnern. Das ist das Allerbeste, was einem passieren kann. Ja, also da bin ich von Anfang an immer ehrlich. Ja, das ist gut. Wenn du nämlich jetzt den großen, erfahrenen Macker da spielst, dann funktioniert gar nichts mehr. Ja. Und mach es jetzt. Lass dich einfach jetzt drauf ein. Mhm. Ja, aber ich habe jetzt nur Angst, dass jetzt meine Beziehung wieder kaputt geht, wenn ich dann sage, ich bin nicht so weit oder ich habe totale Angst davor oder so. Wie lange läuft das jetzt, die Beziehung? Eine Woche. Ach ja, jetzt kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen. Wenn das ein netter Kerl ist, lässt ihr dir auch noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt so viel Schweinereien machen ohne Analsex. Lieber Gott. Lebt euch erstmal so ein bisschen aus. Hm. Ja, und dann gucken wir weiter. Alles Gute, Adrian. Tschüss. Ja, ich danke dir. Ciao. Tschüss. Jacqueline, 19 Jahre alt. Hallo. Ja. Ja, Jacqueline. Hallo. Und was geht's bei dir?
Ich fange am besten ganz von vorne an. Mein Vater hat mich jahrelang vergewaltigt, bis ich 10 Jahre alt war. Von wann bis wann? Wann er angefangen hat, weiß ich nicht. Bist du 10 Jahre alt? Bis ich 10 Jahre alt war, wo habe ich meine Regel bekommen. Da hat er wahrscheinlich Schiss gekriegt, dass ich schwanger werde und hat damit aufgehört. Mhm. Hat mich seitdem dann nur noch geschlagen. Meine Mutter weiß da nichts von. Ja, bist das einzige Kind? Ja, ungewollt und dann auch noch ein Mädchen. Mhm. Ja, und ich bin dann letztes Jahr im Oktober rausgeflogen bei meinen Eltern. War vorher schon mal in der Schutzstelle, bin abgehauen von zu Hause mit 17. Und es gab immer nur Probleme. Ich war bei Therapeuten, weil ich auffällig war, weil ich immer Stress mit Mitschülern hatte im Kindergarten. Mhm. Und das hat aber alles im Prinzip nicht geholfen. Mhm. Und ich bin jetzt seit Oktober letzten Jahres bei den Eltern von meinem Verlobten. Wir sind auch seit Oktober letzten Jahres zusammen. Ach, du hast einen Freund. Ja, einen Verlobten. Ah ja. Der ist seit Februar diesen Jahres inhaftiert. Oh. Wegen BTM. Ja. Marihuana. Ja. Ist seit 9.9. in Therapie. Mhm. Seit Februar im Knast. Und wie lange wird er im Knast sein müssen? Also er ist jetzt in Therapie seit 9.9. bis März. Ach so, ich dachte, er wäre im Knast in Therapie. Also er ist aus dem Knast raus und... Oder wo ist er jetzt im Moment? Er ist in Alhorn. Nein, in der Therapie. Ja, ist das innerhalb der Haftanstalt oder ist er frei? Frei ist er auch nicht, das ist eine geschlossene Therapiestelle. Ah, das war auch voll hinaus. Mhm. Und wie lange geht das noch? Bis März. Ja. Und wir wollen nächstes Jahr heiraten. Ja. Das klingt schon ganz gut alles. Ja. Zumindest das Letzte jetzt. Ja, das Problem ist nur, wir haben uns jetzt seit Anfang September nicht gesehen. Mhm. Sehen uns das nächste Mal erst Mitte November. Mhm. Und ich habe vor einem halben Jahr jemanden im Internet kennengelernt, mit dem ich sehr gut über meine Probleme reden kann. Mhm. Und wo sich so langsam Gefühle aufgebaut haben. Und da habe ich Angst vorbekommen, habe das abgebrochen. Mhm. Hatte 3 Monate jetzt keinen Kontakt mit ihm. Und vor wenigen Tagen ist das wieder angefangen. Also wir haben uns wieder geschrieben, haben getextet, haben telefoniert und so. Du hast also jetzt auch Sorge, dass du deinem Freund eventuell fremd gehen könntest? Eventuell. Also ich weiß nicht, ich fühle mich im Moment ziemlich alleine und weiß nicht. Liebst du deinen Verlobten? Ja, natürlich. Ich liebe ihn über alles. Mhm. Und geplant ist, dass ihr heiratet? Ja, am 5.5. nächsten Jahr. Mhm. Und er ist bis März noch in dieser Therapie, aber ihr seht euch jetzt schon im November. Ja, und danach regelmäßig. Einmal im Monat, glaube ich, oder alle 2 Monate. Dann finde ich in diesem Fall, Jacqueline, dass man sich, auch du, da mal am Riemen reißen solltest und dich wirklich nicht auf andere Sachen einlassen solltest. Wenn du mir aus vollem Herzen sagst, dass du den lieb hast, deinen Verlobten, dann lass die Finger von einem anderen Typ, Mensch. Das ist jetzt eine harte Zeit, die paar Monate, aber scheißegal. Wir haben schon 8 Monate geschafft. Eben. Es ist nichts passiert. Mhm. Und dann schaffst du die anderen Monate auch noch. Du musst es immer sehen, denk jetzt nicht an März, sondern denke an Mitte November. Das ist überhaupt nicht mehr lange hin. Da siehst du ihn wieder. Ja, das Problem ist, er konnte jetzt vorgestern, am 2. Oktober, oder vorgestern, zu unserem Jahrestag nicht da sein. Mhm. Er kann am 14. zu meinem Geburtstag nicht da sein. Er kann nicht zu Weihnachten da sein. Nicht egal, zu egal. Völlig egal. Das sind alles so wichtige Tage für uns. Alles egal. Alles egal. Du machst alles kaputt, wenn du dich jetzt auf einen neuen einlässt. Ist vollkommen egal. Da musst du jetzt durch. Die paar Monate ist trivial für eine Liebe und für eine schöne große Zeit, die vor euch liegt. Das Opfer musst du bringen. Das Opfer musst du bringen. Ich habe aber Angst, dass es, wenn er wieder da ist, dass es nicht klappt, dass das... Jacqueline, ich unterbreche mir immer, die Sendung gleich vorbei ist. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Okay, bis gleich, tschüss. In der Technik Uwe Petersen und macht den Drucks morgen mit einer freien Themennacht und übermorgen heißt unser Thema Ich bin schuld an deinem Schicksal. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Es ist 2 Uhr. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten.
Essen. Zur Rettung des Handelskonzerns Karstadt Quelle bieten Belegschaft und